Was Jerome Powell gestern in der Pressekonferenz abgeliefert hat, hat so ein bisschen erinnert an das, was im Dezember bei seiner Pressekonferenz passiert ist. Extrem dovish, extrem die Erwartungen der Märkte in jeder Hinsicht übertreffend und das Resultat allerdings war diesmal anders, was die Aktienmärkte betrifft. Wahrscheinlich nicht, was die Inflation betrifft, denn es war Einstein, der gesagt hat, Wahnsinn ist, wenn man immer dasselbe tut und jemals einen anderen Ausgang dieser Taten erwartet. Dieser Ausgang dieser Aussagen von Powell dürfte wieder sein, dass letztendlich die Nachfrage steigt, aber es hatte zumindest nicht gereicht, anders als im Dezember, dass eine Rallye, die aufgrund dieser dovischen Aussagen von Powell stattgefunden hat, dann wirklich nachhaltig war. Im Gegenteil, wir sind dann sogar noch ins Minus gedreht. Bei den relevanten Indizes S&P 500 und Nasdaq, Dow hat es glaube ich noch ins Plus geschafft. However, das war schon eine Kehrtwende sondergleichen und man muss die Frage stellen, warum ist das so? Und die Antwort dürfte sein, die Fed ist in der Falle, sie ist hilflos, sie kann nicht mehr die Märkte steuern, sie kann vor allem nicht mehr die Kapitalmarktzinsen steuern, weil es ein übergeordnetes Thema ist, nämlich die Verschuldung, nämlich diese Flut von neuen Anleihen, die auf den Markt kommt, die auch die Fed nicht wird ändern können. Schauen wir uns das Setup nach dem gestrigen deutschen Feiertag an. Eins ist klar, man hat zunächst mal das geliefert, was zu erwarten war, nämlich eine Zinssenkung verschoben. Manche erwarten, so wie hier die Commerzbank, dass die erste Zinssenkung dann im Dezember erst passiert. Das wäre dann die längste Strecke seit Jahrzehnten, dass die US-Notenbank nach der letzten Zinsanhebung die Zinsen dann senkt. Also hat sehr lange gedauert oder dauert sehr lange, bis die Fed dann vielleicht die Zinsen senken wird. Entscheidend hier der Satz, in den letzten Monaten gab es einen Mangel an Fortschritt in Richtung unserem 2% Inflationsziel. Das war hawkisch, aber man hat dann auf der anderen Seite eben das Ausmaß der Bilanzsummenreduzierung verkleinert. Man ist also weniger oder man wird weniger Anleihen letztendlich aus dem Portfolio schmeißen. Die Bilanzsumme der Fed wird weniger schnell schrumpfen. Sie wird weiter schrumpfen, aber eben weniger schnell. Das ist in der Form einer leichten Auflockerung der Geldpolitik, könnte man sagen. Man hat hier vor allem bestimmte Anleihen, nämlich die Treasury Securities, also die Staatsanleihen, hier reduziert oder das Volumen der Reduzierung reduziert, um es mal so zu formulieren, während man die Mortgage-Backed Securities, also die Hypothekenanträge, unverändert gelassen hat. Das heißt, das Ganze zielt letztendlich auf die immense Verschuldung der USA, auf die Notwendigkeit, neue Anleihen auf den Markt zu bringen, mit dem man dann Geld aufnimmt und die Schulden finanziert in gewisser Weise. Und wir sehen, das, was hier die Fed geliefert hat mit dem Tapering der Bilanzreduzierung, bedeutet, dass Janet Yellen etwa 105 Milliarden Dollar weniger an neuen Schulden aufnehmen muss über Anleihen als zuvor gedacht. Damit wird die Richtung klar und damit wird auch klar, dass Fed-Chef Powell und die Fed denken, so wie Janet Yellen, dass die Renditen, die Kapitalmarktzinsen zu hoch sind, was die Verschuldung der Amerikaner immer weniger tragfähig macht. Das ist das große Thema. Darauf zielte wohl diese dovische Aussagen von Jerome Powell, der zum Beispiel auch gesagt hat, ja, wenn jetzt der Arbeitsmarkt sich stärker abschwächen würde, dann könnten wir auch die Zinsen senken. Da sind wir jetzt mal gespannt, wie morgen die US-Arbeitsmarktdaten ausfallen, aber vor allem hat er gesagt, die Rates are restrictive oder die Geldpolitik sei restriktiv. Das ist nicht der Fall. Hier mal von der Bank of America, der US Financial Conditions Index. Also Powell behauptet weiterhin, die Geldpolitik sei restriktiv. In der Summe ist sie nicht restriktiv. Wir sehen nach wie vor extrem viel Liquidität in den Märkten und hier ein Kommentar auf Twitter. Gut zu sehen, dass Powell exakt nichts gelernt hat aus dem Pivot der Fed im Dezember, als Powell ja völlig überraschenderweise sagte auf die Frage, Herr, habt ihr denn auch irgendwie mal über Zinssenkungen gesprochen? Ja, haben wir auch gesprochen, nachdem er eine gute Woche zuvor gesagt hat, also Zinssenkungen, darüber auch nur nachzudenken, sei viel zu früh. Also Powell hier sagt, die Geldpolitik sei restriktiv und was noch wichtiger ist, er hat eben gesagt, ja, Zinsanhebung sei unwahrscheinlich und das hat die Märkte natürlich euphorisiert, die fürchteten, ja, vielleicht wird die Fed sogar nochmal die Zinsen anheben, aber da
fast eine Absage von Jerome Powell. Die Reaktion der Anleihemärkte war, dass die Renditen gefallen sind. Das genau dürfte auch Jerome Powell beabsichtigt haben. Und das ist das, was Sven Henrik hier meint. Also das war eine koordinierte Aktion. Man hatte ja zuvor, oder hatte das Finanzministerium gesagt, wie viele neue Schulden man aufnehmen wird über Anleihen. Und in Kombination mit den Aussagen von Paul sei das eine koordinierte Aktion, um die Liquidität weiter im System zu halten und damit die Schuldenaufnahme ohne Unfälle praktisch weiter zu ermöglichen. Also Ziel war, die Renditen nach unten zu bringen. Die Finanzierbarkeit, die Tragfähigkeit der Schulden der Amerikaner in irgendeiner Form zu versuchen, hier sicherzustellen. Und interessant auch, was Paul auf die Frage sagte, naja, haben wir denn in den USA eine Stagflation? Dann hat er gesagt, also ich habe schon gelebt, als wir eine Stagflation hatten. Das war brutal. Damals hatten wir praktisch 10% Arbeitslosigkeit und eine hohe einstellige Inflation, nur sehr wenig Wachstum. Jetzt haben wir 3% Wachstum, also könnte man doch nicht von einer Stagflation sprechen. Dazu fehlte ihm das Stag, also dieses Stagnationsmoment in der Wirtschaft. Aber schauen wir uns doch mal die letzten Daten an. Dann sehen wir Inflation Data Surprise geht deutlich nach oben, hier die obere Linie. Dagegen Gross Data Surprise geht deutlich nach unten. Das heißt, wir sehen, dass die Inflation tendenziell nach oben geht, das Wachstum tendenziell nach unten, weswegen die Märkte ja Zinssenkungen weitgehend ausgepreist hatten. Und dieses Stagflationsmoment, das haben wir gestern auch im ISM Gewerbeindex gesehen, der mit 49,2 schlechter ausfiel als erwartet. Damit schrumpft der Sektor wieder. Alles unter 50 ist Schrumpfung, vor allem New Orders schwächer, Employment schwächer. Das Einzige, was gestiegen ist, und zwar deutlich gestiegen ist, ist Prices paid auf 60,9. Alles über 50 heißt zum Vormonat weiter gestiegen. Im Vormonat waren wir bei 55,4. Das ist also hier ein unglaubliches Preismomentum, was wir hier sehen. Hier sehen wir unten in dieser Grafik, wie nur die Preise nach oben gehen. Alles andere geht nach unten. Gestern dann auch die JOLTS, also die in den USA angebotenen Stellen. Und hier sehen wir die QUITs, also diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verlassen in der Erwartung, na, dann mache ich einen anderen Job, kriege dafür mehr Kohle. Das ist deutlich gesunken. Ebenso sind die Einstellungen extrem gesunken, jetzt auf dem Niveau von Januar 2018. Wir sehen, die Job-Openings waren auch geringer als erwartet. Das heißt, wir sehen hier schon Cracks am Arbeitsmarkt, Brüche, Risse am Arbeitsmarkt, die aber bisher zumindest durch die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten noch kaschiert werden, weil da eben jeder Nebenjob irgendwie mitgezählt wird, und sei es vor allem von Migranten, die vor kurzem erst in die USA gekommen sind, irgendeinen Billigjob bekommen, neue Stelle, wird als neue Stelle gezählt, und die Statistik sieht gut aus. Biden wollte das gerne natürlich, oder das ist für die Regierung Biden wichtig, irgendwie so eine Statistik zu präsentieren, die sagt, ist doch alles Sutsche, Kinder, die Wirtschaft ist doch toll. Alles andere wäre für ihn natürlich schädlich, aber die Märkte blicken da ein bisschen durch, und wir sehen, dass der Stagflation Trade, Goldman Sachs hat da so ein Basket, wo Aktien drin sind, die von Stagflation profitieren, also einer Wirtschaft, die nicht mehr wächst oder wenn überhaupt nur wenig wächst, wenn gleichzeitig die Inflation hoch ist. Dass wir hier also sehen, dass diese Aktien besonders gut laufen, deutlich besser als der S&P 500, interessanterweise. Unten sehen wir mal die Rate Cut Odds, die sind zunächst auf die dovischen Aussagen von Paul gestiegen, also man hat etwas mehr Zinssenkung erwartet, um dann allerdings wieder ein Stück weit zurückzukehren. Hier nochmal das Sentiment, hier sehen wir diese seltsame Wende von Paul im Dezember. Dann hatten wir hohe Inflationsdaten, dann wurde das Ganze wieder hawkischer, haben die viele Fed-Mitglieder gesagt, Zinssenkungen erstmal überhaupt nicht. Jetzt hat der Paul das dovische Element gebracht, vor allem mit seiner Aussage, dass eine Zinsanhebung unwahrscheinlich sei, erstens, und zweitens eben mit der stärker als erwarteten, mit dem stärker als erwarteten Tapering der Bilanzsumme in den USA. Und neben den Schulden und der Finanzierbarkeit der Schulden dürfte ein zentrales Thema auch sein. Die US-Banken, bis zu 7% der US-Banken könnten pleite gehen, warnt die Consulting-Firma Claros.
Und das ist eines der ganz großen Themen. Diese hohen Zinsen sind für manche Banken ein Problem. Die sind natürlich auch für die Wirtschaft ein Problem, natürlich auch für viele Konsumenten ein Problem. Für andere eben kein Problem, so oder so. Wir sehen, dass im April hier die Wirtschaft in den USA, Macro Surprise Index oder der City Economic Surprise Index, dass die Wirtschaft sich offenkundig deutlich abgekühlt hat. Die Erwartungen wurden in der Regel verfehlt bei den US-Konjunkturdaten. Vor allem bei den Stimmungsdaten. Wir hatten dann jetzt auch den schlechtesten Monat im S&P 500 seit September. 4,16% ging es nach unten. Die US-Staatsanleihen, also die Kurse der Staatsanleihen mit dem größten Verlust seit mehr als einem Jahr. Und wir sehen, dass der VIX das erste Mal seit 1,5 Jahren auch ein Golden Cross gebildet hat. Also 50-Tages-Durchschnitt schneidet den 200er-Tages-Durchschnitt von unten, kommt nach oben. Gilt gemeinhin als Kaufsignal. Also das Angstbarometer ist ein bisschen angesprungen. Und wenn wir uns jetzt mal so ein paar Earnings anschauen, ein paar Berichte von US-Unternehmen, die jetzt gekommen sind. Starbucks gestern massiv abverkauft nach schwachen Zahlen, nach schwachen Besuchen in Starbucks Café. DoorDash abverkauft, dann CVS abverkauft, Etsy abverkauft, eBay abverkauft. Und zwar all das deutet auf eine schwächer werdende Nachfrage der Konsumenten hin. Aber nein, der Jerome sieht keine Stack oder auch keine Inflation. Und was wir gestern an den Märkten gesehen haben, war schon extrem. Wir sind ja zunächst mal aufgrund dieser Geschichte mit der Bilanzsumme und vor allem dann den Aussagen von Paul Nix, Zinsanhebung, erstmal deutlich gestiegen, um dann letztendlich doch noch im Minus zu schließen. Bespoke hier mit der Aussage, wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, wenn der S&P 1,13% um 15 Uhr US-Ortszeit oder New York-Ortszeit im Plus ist, dann hat er eine 99%ige Chance, auch grün zu schließen, also im Plus zu schließen. Das ist gestern nicht passiert, also gestern gab es das eine Prozent, was hier einen positiven Schlusskurs verhindert hat. Oder dieser ist nicht eingetreten. Hier sehen wir einen invertierten Hammer unten im S&P Daily Chart. Normalerweise keine so richtig schöne Formation. Nochmal ein kurzer Recap, was die Tech-Zahlen jetzt betrifft. Amazon, gute Zahlen, was vor allem das Cloud-Geschäft betrifft. Aber der Ausblick war so ein bisschen mau. Dementsprechend die Aktie direkt mit der Meldung am Dienstag volatil. Hat sich dann ins Plus entschieden, allerdings nicht dramatisch. Wir hatten dann auch die Zahlen von Supermicrocomputer, die gestern schwer unter die Räder kamen, glaube ich 15% oder 16% gefallen. Das ist ja so ein Nvidia-Proxy, könnte man sagen. Und das Witzige ist ja, die Aktie ist ja damals oder ist vor kurzem gefallen, weil man eben seine Quartalszahlen nicht vorab berichtet hat. Das galt als schlechtes Omen. Aktie 20% gefallen, dann hat sie sich fast wieder auf den vorherigen Stand erholt, um dann wieder praktisch fast 20% zu fallen, als letztendlich die Zahlen ja besser waren als befürchtet. Das zeigt so ein bisschen die ganze Idiotie dieser Geschichte. AMD auch enttäuschend, die Aktie gestern 8-9% im Minus. Nicht nur Gaming, sondern vor allem auch die Chips für Datacenter. Die Nachfrage da enttäuschend. Hups, nicht, dass die KI-Euphorie vielleicht ein bisschen nachlassen könnte, meine Damen und Herren. Blasen platzen nie. Die sind dafür da, um zu bleiben. Und jetzt heißt es dann schon, Nvidia ist jetzt die einzige Aktie, die nach AMD und Supermicrocomputer den Sektor retten kann, und Nvidia tut offenkundig einiges dafür. Nicht nur hat man vor einiger Zeit, was wahrscheinlich in die Quartalsergebnisse noch des ersten Quartals jetzt einfließen wird, mit Lambda wieder mal so ein Dreiecksgeschäft gemacht. Also man, dieses Unternehmen nimmt einen Kredit auf, kauft dann Nvidia-Chips auf Kredit, legt gleichzeitig diese Chips, die man von Nvidia kauft, als Sicherheit für diesen Kredit oder hinterlegt das als Sicherheit für diesen Kredit. Normalerweise sehr, sehr grenzwertig. Das Gleiche hat man jetzt offenkundig wiederholt mit CoreWeave. Das war ja die Ursprungsgeschichte, Dreiecksgeschäft. CoreWeave nimmt sich Kredite. CoreWeave oder Nvidia ist an CoreWeave beteiligt. Viele Firmen, die an Nvidia stark beteiligt sind, wie BlackRock, geben CoreWeave diesen Kredit. CoreWeave kauft dafür Nvidia-Chips und hinterlegt die gekauften Chips als Sicherheit für den Kredit. Wunderbares Dreiecksgeschäft, wäre in Deutschland, glaube ich, absolutes No-Go. In den USA scheint die SEC, die Aufsicht, zu schlafen. However, Nvidia tut etwas, um die eigenen Zahlen hier nach oben zu kriegen.
Und das ist wichtig, denn der Tech-Sektor, wenn wir uns mal die Geldflüsse in den letzten oder im letzten Jahr anschauen, geht eindeutig in Richtung Technology. Also Technology, wenn das hier ein Problem bekommt, die Tech-Aktien, dann haben wir ein Problem. Heute ja Apple, hier eine Erwartung von 4% um und bei, dass die Apple-Aktie zwischen 4 und 5% sich bewegen wird, nach der Vorlage der Zahlen, über die wir ab 22 Uhr berichten. Die Stimmung der Privatinvestoren in den USA jetzt wieder 38,6% Bullen, nachdem sogar in der letzten Woche ein Ticken mehr Bären zu erkennen waren, sind jetzt die Bullen wieder die größte Fraktion. Aber vieles wird natürlich von Apple abhängen, aber grundsätzlich gilt, hier sehen wir das Equity Risk Premium, oben den S&P 500. Also Equity Risk Premium heißt, wie attraktiv sind Aktien, wie billig sind Aktien in Relation zu Anleihen, und die sind sehr teuer in Relation zu Anleihen, deswegen sehen Sie unten die Grafik ganz unten, den S&P aber noch weit oben. Das heißt, hier ist möglicherweise einiges noch nicht eingepreist, weil der Risikoausgleich, den man für Aktien bekommt, nicht adäquat zu sein scheint. Das gilt auch für Bitcoin. Hier sehen wir Bitcoin, ähnlicher Move, ähnliche Chartformation wie beim S&P 500, Abwärtstrendlinie im kürzeren Zeitfenster rangelaufen, gescheitert, auch wenn der Xiaomi keine Stagflation sieht, aber meine zweitbeste Freundin, Lakhetti Wood, die hat jetzt gesagt, okay, also Bitcoin könnte auch auf 2,3 Millionen steigen, gell? Klar. Na, kann auch auf 230 Millionen oder auf 2,3 Billionen steigen oder steigt gleich auf den Mars. Da kann sie sich dann in eine Rakete setzen mit dem Elon Musk, gell? Der will ja zum Mars fliegen, kann er so ein Bitcoin mitnehmen und die Cathy Wood, gell? Das wäre ja eine fantastische Kombination. Also wieder Hirngespinste von Cathy, die wieder mal frei dreht. Ihre Investoren haben davon nicht so viel. Die sind ziemlich dick im Minus. Das gilt auch für diejenigen, die es mit dem Yen halten. Der Yen ja permanent abverkauft wegen der Geldpolitik der Bank of Japan. Gestern dann die Intervention der Bank of Japan. Dollar-Yen 400-500 Pips wieder gefallen. War strategisch klug, das gestern zu machen, denn London war geschlossen. Da passiert, oder das ist der wichtigste Handelsplatz für Devisen. Das Volumen war also gering. Das heißt, man konnte mit ein bisschen Intervention viel erreichen. Das ist passiert, aber dann ist die ganze Geschichte wieder verpufft. Hier sehen wir Dollar-Yen unten in dem Chart. Der hat vieles wieder aufgeholt, was er vorher verloren hatte. Die Frage ist jetzt, warum hat man das gestern gemacht? Nur weil London zu war? Oder versucht man jetzt sozusagen strategisch Dollar-Yen nach unten zu bringen, hat da vielleicht, weil ja diese Notenbanken miteinander kommunizieren sicherlich, sind da die Non-Farm Payrolls, die morgen kommen, also die Arbeitsmarktdaten, geleakt worden seitens der Amerikaner, vielleicht auch die Inflationsdaten. Letzteres halte ich für unwahrscheinlich, weil die Inflationsdaten aus April, jetzt haben wir gerade mal den April abgeschlossen, die Daten dürften noch nicht vorliegen, anders als die Non-Farm Payrolls, als die Arbeitsmarktdaten. However, also hier die Fragestellung, die sehr interessant ist, was weiß man seitens der Japaner, warum man jetzt diesen Schritt macht? Gibt es da eine gewisse Logik, ja oder nein? Abschließend, meine Damen und Herren, warum fällt Bitcoin? Die Gründe für den jüngsten Kryptoeinbruch, gerne weiterempfehlen diesen Artikel über die Social Media Button, erste Empfehlung, und die zweite Empfehlung. Zinsen senken oder doch erhöhen. Alles, was Sie über die gestrige FED-Sitzung wissen sollten, müssten und könnten, das möchte ich Ihnen hier nochmal empfehlen, auch über Social Media. Also diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.